Hey Leute, was geht? Willkommen zu meinem Video auf meinem Kanal. Und heute werden wir Rift Royale spielen. Das, was ich noch nie gespielt habe, so richtig seit, ja, dem eigentlichen offiziellen Release. Und wie gesagt, deswegen, wir spielen heute wieder eine Runde Rift Royale. Ich will mal gucken, dann gab es viele neue Updates, die ich nicht weiß, dass existieren. Und ich würde sagen, gehen wir los. Und ab geht's in die Runde. So, los geht's in den Battle Royale. Und wir gucken mal kurz, wo wir herkommen. Wir kommen da. Ich will mal gern auf die Easy Island fliegen. Ja, wie markiert das? So markiert es ungefähr. Auch diese Island, der in der Mitte war, die ist ja auch neu. Hier hat sich vieles getan, auf jeden Fall an der Karte. Deswegen, wir fliegen mal zur Easy Island hin und dann landen wir da irgendwo peu à peu, dir nichts, mir nichts. Ich weiß von wenig was und wenn ich was weiß, dann... Oh, hä, kommt das Airplane jetzt her? Okay, ich fand nicht, warum das zweite Airplane herkommt und warum hier noch mehr Leute ausspringen. Aber ja, vielleicht sind da sehr viele Leute hier. 52 an der Zahl gerade und wir gucken mal und wir landen mal hier so höchst wie möglich. Jetzt auch sofort ein Gegner. Das kann sehr, sehr übel jetzt werden, aber wir gucken mal. Oh ja. Oh, oh. Abstechen! Stechen ab! Okay, ich hänge fest. Oh Gott, oh Gott. Oh. Ich muss dazu sagen, die Shotguns machen immer noch extrem wenig Damage, gegebenenfalls zu gar keinen. Und das ist auch gerade, ehrlich gesagt, sehr ungeil, ehrlich gesagt. So, aber wir haben den Schutzschild mal kurz ein bisschen genommen. Und oh, die habt ihr das gehört? Die Sachen haben jetzt schon auch langsam Sounds bekommen hier, die Schutzschilder und sowas. Diese Batterien, die ich mal gerne nenne. Deswegen, ich bin mal gespannt, wie dieses Game hier noch so ergibt. Aber wir laufen mal jetzt mal nach unten hier lang. Und hier ist nur Munition, sonst ist hier nichts. Ja, guter Spot auf jeden Fall. So, der ist dood und ich habe nichts mehr zum, ja, töten. Das heißt, wir müssen ein Messer nehmen. So, easy. So, jetzt müssen wir kurz gucken. Ich muss mal kurz sortieren. Das kann raus. So, das geht dahin. Und der Rest kann so bleiben, wie es ist. Ich nehme jetzt mal einen Big Shield Charger. Oh, eine Waffe, ja, die nehme ich mir sofort. Einen Moment. Oh Gott, so. Jetzt haben wir eine vernünftige Waffe hier. So. Jetzt geht's auch langsam hier los. Guck mal, was ist hier drin? Hier ist nichts außer Munition. Die nennt ihr sofort mit. Und wo geht eigentlich der Sturm lang? Okay, wir sind noch in der Zone. Das ist gut. Das heißt, wir können uns noch ein bisschen umgucken, ob hier falls noch irgendwelche Items sind. Und sonst ziehen wir eventuell dann weiter. Aber bis jetzt geht's. Oh, hier die blaue Pump. Die wollte ich jetzt eigentlich nehmen. Hat aber nicht angenommen, weil ich vergessen habe, wir sind nicht in Fortnite. Und in Fortnite fühlt sich das wesentlich besser an. Aber egal. Und einmal nochmal hier mitnehmen. Und dann einmal nochmal hier mitnehmen. Perfekt. Easy GG, wie die Insel heißen würde eigentlich. So, und nochmal Munition Boxen. Oh, das ist auch eine gute Waffe. Nehmen wir mit. Oh, der arme Mann. Okay, der ist weg. Der ist weggeschabbert worden. Jetzt nehmen wir mal hier ins Zimmer gerade auf. So. Und wir haben hier noch eine Barriere. Aber die lasse ich jetzt so drin. So. Das Gute ist, in diesem Game, die Leute haben gefühlt immer kein Aim, deswegen kann man hier auch immer extrem auch abgehen immer. Das heißt, macht uns hier alles, wir sind ein bisschen einfacher hier das zu machen. So, bis jetzt alles noch ruhig. Ich will mal gerne in die City gehen, oder wie das da heißt, weil das sieht ja schon alles ein bisschen hier jetzt mehr mit Liebe mehr gefüllt aus. Danach, also davor sah es ein bisschen mehr so hingeschnoddert aus, aber bis jetzt sieht es ja eigentlich schon ein bisschen positiver aus und das lässt auch das Spiel in meinen Augen ein bisschen auch attraktiver dastehen. So, wir gehen mal kurz hier rüber in die City-Richtung, denn bis jetzt ist der Sturm auch noch auf unsere Richtung. Ich glaube, der wird auch mehr auf die Easy Island sich konzentrieren, deswegen müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir jetzt nicht zu extrem uns hier auf irgendwas fokussieren. Oh, da ist gerade gestorben. Oh, was hat denn der gerade? Ein Sniper oder was? Ey, das war ja, der hat ja mega guten Aim gehabt. Das ist doch, nee, also das, der muss doch irgendwas, oh ja. Oh Gott, ich habe nur 17, 16 Sekunden zum Reviven. Das ist schon ein bisschen wenig. Das ist ein bisschen wenig, ehrlich gesagt, aber naja. So, ich verstecke mich hier am Berg hier. Komm. Oh. Und, oh, ganz knappe Sache auf jeden Fall hier. Und, ja. Dood. So, nächste Runde, neues Glück, wir suchen uns nochmal. Wir gehen aber diesmal in die City rein. Und da, glaube ich, sieht es ein bisschen besser aus mit der Richtung, die wir fliegen müssen. Wir sind nämlich sofort alle an dem gleichen Spot. Die meisten sind jetzt locker hier auf dieser Easy Island wieder landen. Deswegen, wir gucken mal, was wir in City auf jeden Fall anrichten können. Obwohl, hier fliegen mehrere Flugzeuge gleichzeitig rum. Okay, das ist interessant. Aber das scheint auch irgendwie neu zu sein. Okay, dann gehen wir doch lieber auf die Bohrinsel. Dann gehen wir doch lieber auf die Bohrinsel, die da unten ist. Ich hoffe mal, das wird ausreichen für uns alle vier insgesamt. Aber wir gucken mal. Weil gesagt, wenn es ja so viele verschiedene immer gibt, dann ist es ein bisschen kacke halt. Wir fliegen mal kurz hier runter und dann werden wir jetzt sehen, was dann passiert. So, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Wo sind eigentlich meine Teammates eigentlich? Oder ist das ein Verbacken? Mal kurz hier runter, zack. Und dann machen wir mal kurz den Loot ready. Und wie gesagt, wenn ich falls dann doch irgendwie anstand durch den Bug in die alleine jetzt bin in der Lobby, ich meister das schon. Ich bin Profi. So, mal kurz hier die Sachen nehmen. So, easy, GG, würde man sagen. Dann gehen wir mal weiter runter hier. So, dann betreten wir mal Land. Dann gehen wir mal auf die ländliche Küste zu. Oh, doch, da sind welche. Was sind das meine? Ich weiß jetzt gar nicht, ob das die sind eigentlich. Aber ja. So, bisschen Loot hier noch nehmen. Die Shotgun lasse ich da. Das ist ein Medikit. Das nehme ich natürlich immer gerne. Bandagen und eine Pistole. Oh, hier sind noch Jump Pads. Oh, die lassen natürlich nicht hier entgehen, aber du. Ich komme mal zu denen rüber. Mal gucken, ob das die sind. Ich glaube, ich meine, es wären die. Aber ich will mal auf Nummer sicher gehen. Okay, kein Plan, wo die gerade hinstürmen wieder. Aber ich gönne mir erstmal hier den Loot auf der
Bude. Und oh, was ist das für eine Waffe? Die ist aber neu. So, wir sammeln kurz alles ein. Und dann schmeißen wir einfach... Ach komm, das wollen wir nicht. Gib mir das her. Ach, Spiel. Okay, Spiel will nicht geben. Oh, hier ist auch noch eine legendäre. Nehme ich natürlich sofort hier mit. Und natürlich hier die Ammunition nehme ich natürlich auch noch mit. So, easy. Dann gucken wir mal. Dann gehe ich mal wieder hin zu den Kindsköpfen, weil die gerade da sich wieder verzwiebelt haben. Und das war natürlich nicht so genial. Ja, also auf jeden Fall, einer ist irgendwie von uns gegangen, der Affenmann, der ist auf jeden Fall nicht mehr da. Das ist ein bisschen fatal, aber okay, das kriegen wir trotzdem. So, ich will mal in die City gehen einfach, um zu abchecken, was da so abgeht. Aber ist jetzt eigentlich alles ruhig, es sind noch 25 die Lebende. Ich glaube, wir sind damit auch drunter gezählt, das heißt minus 3, das sind jetzt noch 22 Leute, die noch leben. Mal gucken, ob hier noch wer ist, auf jeden Fall die City. Okay, das ist glaube ich nur die Ammunition Box, die da liegt. Aber die City sieht schon sehr interessant aus, obwohl doch, da ist einer. Da ist einer auf jeden Fall und da oben ist auf jeden Fall einer. Oh Mann, ey. Ja, okay, dann ist. Ah ja, okay, die Waffe kann ich in die Tonne schmeißen mit einem extrem hohen Spray. Das wird sich nicht lohnen, die zu nutzen für mich. Also in der City ist es ganz, ganz schlimm. Oh mein Gott, okay, sorry, was hatte der denn drauf? Oh mein Gott. So, ich weiß nicht, wo ich bin. Ich bin. Oh, es leckt wie die Hölle. Ich bin irgendwo gespawnt. Ich bin tot. Ja, ich. Also, ich weiß noch, dass das Spiel irgendwie sich noch. Irgendwie. Okay, ich check gar nichts mehr. Also ich bin irgendwie gerade nicht reingeladen und so und jetzt bin ich drin und irgendwie ist es gerade sehr verwirrend. Und das hier sieht voll cool aus, dieser Sumpf. Und trotzdem, ich bin gerade sehr verwirrend, was hier überhaupt an sich abgeht und ob der Sturm jetzt kommt oder nicht. Ich bin ehrlich gesagt sehr verwirrt. Aber ja, wir landen mal auf der Construction hier. Ich weiß, wie gesagt, nichts, was mich erwartet oder was jetzt auch mal abgeht hier. Auf einmal ist hier irgendwie alles durcheinander. Aber wir landen mal hier. Oha, Junge. Ich würde ja gerne den Baba-mäßigen Loot hier aufsammeln, wenn es hier nicht so laggen würde irgendwie. Also es ist mega verbuggt irgendwie gerade. Es ist so ein geiles Produkt. Ich merke schon, ich würde ja gerne diese tolle Waffe nutzen, die ich da habe, diese Pump oder was es ist. Problem ist einfach nur an der ganzen Sache. Das Spiel, wie wir gerade alle sehen, funktioniert ab und... Also, es funktioniert gar nicht gerade. Ja, also ich weiß nicht, was hier los ist auf einmal. Hier geht absolut gar nichts irgendwie gefühlt. Ich würde ja... Also hier ist ja echt viel Pink, ne? Oh, wow. Das ist ja schon ein Trommelmagazin. Autoshotgun, die habe ich anscheinend gerade. Aber an sich, ich kann ja mal kurz... Kann ich auch ballern, ist die Frage? Okay, schießen kann ich anscheinend. Das ist interessant. Nee, hä? Ich mach gerade gar nichts. Okay, gutes Spiel. So, wir gehen weiter. Wir haben nur die Hälfte des Teams noch wieder mitgekommen. Also, oh, wow, das kann was werden jetzt auf jeden Fall, die Runde. Ja, wir sehen hier, der Server ist am maximal am Laggen. Das ist nicht meine Leitung. Das ist der Server, wie gesagt, der ist komplett überlastet mit gerade allem, was hier abgeht. Wir versuchen mal, die Runde zu gewinnen irgendwie, ne? Da wird schon irgendwie hinhauen. Oh, hier ist so eine goldene Piste. Die nehmen wir natürlich auch mit. Die werden wir irgendwann gleich auf dem Weg irgendwann einnehmen. Ich weiß nicht wann, aber ich versuche so möglich weit alles mitzunehmen, was ich noch kann. So. Der Sturm ist auf jeden Fall am Funktionieren, der Rest des Servers nicht. Ich bin mal gespannt, wenn wir hier auf mal Enemies treffen, wie es dann aussieht, ob wir die dann halt da... Oh, ich habe Schüsse von irgendwo. Oh, ob wir schießen. Okay, da ist einer. Da will ich mal kurz ins Gemetzel reingehen, weil ich weiß, wie gesagt, nicht, ob es hinhauen wird. Haben die sich gerade selbst erledigt? Oh, nee, da ist der Spieler. Ach du Kacke, das kann was werden ja jetzt. Oh mein Gott. Ja, super. Ich hatte keine Möglichkeit, den zu kriegen. Das ist aber ein gutes Game. Ja, was soll man zu sagen? Ja, das war auf jeden Fall meine allererste Runde Rift Royale. Wie gesagt, ich habe ja schon davor mal eine Runde gespielt, aber das war ja nicht so eine richtige Rift Royale Runde, weil jetzt haben wir natürlich auch wieder hier ein komplettes Game und nicht irgendwie so ein, ja, versuchtes Game. Und wir merken, das Spiel ist noch mega glitschig und wir haben gerade gesehen, dass das nicht mega funktioniert und es hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Und ihr könnt in den Kommentaren schreiben, ob ihr eigentlich auf meinem Kanal mehr von Rift Royale sehen wollt, ja oder nein. Aber ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Wenn ihr hier Ehren seid und auch Ehren Frauen, dann lasst mal auf jeden Fall ein Abo da. Aktiviert die Glocke, dass ihr nichts seid, das auf meinem Kanal nicht verpasst. Und ich würde sagen, nächstes Mal. Haut rein, Leute, und ciao. Ich kann einfach nicht winken, aber tschüss und ciao.